Ja, liebe Leute, wir sind dabei wieder mit den Rematches von Pokémon. Der Pokémon-Liga von Let's Go Evoli. Ja, ob wir das heute schaffen, alles komplett, weiß ich noch nicht. Mal gucken. So, ein bisschen Geld mitnehmen brauchen wir auf jeden Fall. Ein paar Top-Genese nehmen wir mit. So. Gut, perfekt. Ach, wir machen die gar nicht als. Machen wir die jetzt Let's Play? Ich überlege gerade, ob ich das einfach hier so zumachen soll, jetzt einfach das Let's Play. Weil wir haben mit seinen 62 Folgen oder so knapp gemacht, oder 61 Folgen, wie auch immer. Na, es gehört schon irgendwo dazu. Komm, wir machen's. So, als erstes wird uns gleich die gute Agathe bevorstehen. Und los geht's. Willkommen in der Pokémon-Liga. Du kommst gerade recht. Mir ist nämlich nach einem Kampf zumute. Zieh dich besser warm an. Jo, schauen wir mal. Aber was hinkriegen. Wie gesagt, ich hab's ja schon mal probiert, um auf Mito zu trainieren, aber da haben wir es nicht ganz geschafft. Daher versuchen wir es einfach trotzdem mal mit den Rematches. Los geht's. Ich freue mich schon, dass ihr dabei seid. Und los geht's. Ja. Kann ja sein, dass wieder einige kurze Folgen jetzt kommen. So, gehen wir drauf. Jugong Level 61 ist es auf jeden Fall. Klar, die Level haben angezogen. Sie haben alle 6 Pokémon. Das kann ich euch jetzt schon mal mit sagen. Und der erste Treffer, der gesessen hat, auf jeden Fall schon mal mit dem Donner. Und dann gibt es noch einen Donner hinterher, mein Freund. Ja, und der trifft auch. Und damit ist dieses Jugong schon mal down. So, nächste ist Sandama. Oh, warte, ist es nicht. Nicht. Ihr wundert euch, warum Sandama. Ja, es gibt eine Alola-Form von diesem Pokémon. Und das ist genau diese Alola-Form, die wir jetzt sehen. Und zwar vom Typ Eis-Stahl. Da ist er. Können wir hier mal in der Edition nicht fangen. So, versuchen wir mit Feuersturm drauf zu gehen. Das müsste eine Vierfachschwäche sein. Und damit müsste dieses Sandama eigentlich auch schon relativ schnell down sein. Und das ist es auch kein Problem. Ciao. Austos. Das heißt, okay, dann geht wieder Raichu drauf. Boah, ich bin so froh, dass das Mewtwo endlich gefangen ist. Das haben wir auch so lange gebraucht. Das heißt, so lange wir haben. Zusammen habe ich 3 Anläufe gebraucht, bis es dann dabei war. So, der nächste Donner, der trifft dieses Raichu. Versucht es jetzt mit dem Austos aufzunehmen. Und es reicht. One-Hit-KO. Bam. Hat ihn nicht. Rasana. Meine Geheimwaffe kennt man noch nicht. Die kommt noch irgendwann hoffentlich zum Einsatz. Ich denke, spätestens bei Bruno im nächsten oder bei Agathe der dritte Kampf. Werden wir so einsetzen müssen. So, Feuersturm. Ich glaube, das heißt, wir sind verwirrt oder schlafen ein. Je nachdem. Wir schlafen ein. Ach, leck mich doch am Sack mit deinem Scheiß. Ja, wir sind in aller Level. Das ist klar. Wir haben uns nicht wirklich was nach dem Top 4 nochmal rangetraut. Was das Trainieren betrifft. Wenn wir ja dann quasi nur die Legis. Also, was heißt. Ja, wir haben danach eigentlich nur die Legis noch gefangen. Das war eine Arktos, Lava, das Zepters. Den Pokédex soweit vollständig. Den haben wir ja jetzt Gott sei Dank schon mal voll. Also, zumindest vom Sehen her. Zumindest auf nichts aussehen und. Ja, du gehst mir auf den Sack schon wieder. Was ist jetzt? Wagner war nicht wirklich super souverän. Gut, dann gehen wir drauf auf Evoli. Da gehst du auf Quetzone, mein Freund. Haha, schade, dein Blitzer trifft wohl nicht. Komm, Evoli, mach es platt. Ja, okay, das reicht noch nicht. Ja,
Ja, jetzt hättest du auch nochmal ausweichen können. Ach, du gehst mir auf den Nerv mit deinem scheiß Todeskuss. Oh, Evoli ist aufgewacht sogar. Das ist gut. Gut. Na gut, Blitzer trifft jetzt an. Ja, hau mal. Komm jetzt. Mach es. Bring es kaputt. Sende. Ja, Evoli steckt schon ein bisschen was weg, muss ich sagen. Das ist, ne, wie gesagt. Ach, Rosanna, hör auf mit dem Scheiß, ey. Wenn du mir echt. Jetzt geht's mir, nervt es mich gerade so ein bisschen. Komm jetzt. Jawohl, Evoli weicht aus. Ja, Gott sei Dank, ey. Ich bin sehr erleichtert, dass wir das Thema mit dem Mewtwo erledigt haben. Das, wir haben etwas mal 2 Minuten haben wir gebraucht. Dann war es dauernd. 2, 3 Volltreffer dabei. So, Level 60 für Nidoking. Und das nächste Pokémon, was uns jetzt ins Haus steht, ist Lamus. Ja, aber es sollte natürlich das Problem sein für dich, Raichu. Komm, zurück, Evoli. Ab, gut. Hast du sehr, sehr gut gemacht. Gut, damit hat sie auf jeden Fall noch das Lapras. Also bin ich mir ziemlich sicher, dass sie das behalten hat. Dass allein nur so ein Dharma dazugekommen ist. Ah, die Attacke! Ach, könnt ihr echt nichts anderes machen, außer die Scheiße da? Also nur zum Schlafen zwingen oder was? Ah, scheiße, dann haben wir. Dann schläft. Oh, Paralyse geht drauf, jawohl. Ja, dann sind wir danach auf jeden Fall schon mal schlafend. Natürlich. Gut, dann machen wir was anderes jetzt. Dann gehen wir jetzt auf den Top Genesung. Dafür habe ich sie ja gekauft. Ja, sag mir, das ist jetzt nicht mehr so ein Anführungszeichen Durchmarsch, wie es beim ersten Versuch war. Ja, tschüss, Lamus. Du hast schon mal deine. Ich gehe jetzt nicht auf Donner nochmal, ich gehe jetzt auf den Donnerblitz. Und es reicht, um dieses Lamus zu besiegen. Damit ist Nummer 5 von hier schon mal down. Ja gut, eigentlich gehören sie ja dazu, die Top 4, muss man sagen. So, Lapras ist das nächste Pokémon mit Level 62. Okay, das war, glaube ich, im Original Level 51 oder so. Ja, der Donner trifft auf jeden Fall. Sehr, sehr gut. Oh ja, sehr schön. Jetzt nochmal eine Paralyse reinhauen. Nein. Hydropumpe, die trifft. Eieieiei, aber alles gut im Rahmen. Alles im Rahmen. Wenn du einen Donner, dann ist das Thema Lapras erledigt. Wir haben ja 16 AP für Donner, weil die zusammen die Top. Und damit ist Lapras noch nicht ganz down. Raichu weicht dem Blizzard aus, beziehungsweise Blizzard trifft nicht. Und damit hat sich Agathe schon mal, Quatsch, Agathe hier. Lorelei natürlich schon mal verabschiedet. Tschüss. So, damit war's das. Das darf doch nicht wahr sein. Ich habe zwar gegen dich verloren, also schon wieder, aber es käme mir nie in den Sinn, deshalb meine geliebten Eis-Pokémon aufzugeben. Das gilt auch für dich. Halte immer den Pokémon die Treue, für die dein Herz schlägt. Ja, dann haben wir das auch schon erledigt mit der guten Agathe. Lorelei. Mein Gott, wie komme ich auf Agathe? Immer auf Agathe. Die treffen wir auf. Die treffen wir hoffentlich später noch. So, einmal kurz unser Team wieder ein bisschen hoch aufpushen. Also hochheilen. Na, wie gesagt, ich habe mein Team ein bisschen verändert. Ich habe ja Mewtwo mit dabei. Für den Fall, dass da irgendwo noch was schief gehen könnte. So, ja, Magma brauche ich jetzt eigentlich auch nicht mehr. Ich werde jetzt wahrscheinlich wieder umbauen auf ein anderes Pokémon. Ach doch, Top Dragon, ja. So, dann baue ich mein Team kurz um, bevor wir dann in die Pause gehen.
Was haben wir denn hier Schönes? Ah, ich brauche definitiv nur ein Eis-Pokémon. Das ist jetzt der Fall, dass ich jetzt Arktos mit ins Team nehme. Und es mir natürlich ein bisschen aufbauen werde noch vorher. Ja, ich weiß, dass ich eigentlich normalerweise kein Fan von legendären Pokémon bin, aber ich will auch die Wimages gerne mit da Hause nehmen. So, Team, die Box mitnehmen. Kurz in die TM-Box reingucken, wegen Fliegen, Arktos erlernbar. Was haben wir denn hier? Spiegelcape, Eisstrahl, Agilität, Reflektor. Das Pokémon hat eigentlich nur Eisstrahl. So, erstmal mit dem Dings weg. Dann gehe ich auf, wenn möglich, auf Blizzard. Damit ich die Attacke dabei habe. Eisdieb kannst du nicht lernen. Okay, Drachenpuls kannst du. Nidoking. Hab ich Eis? Blizzard oder sowas? Ja, hier. Spätestens wenn die Drachen dann irgendwann kommen. So, drauf. Ja, in Gala haben wir es schon gefangen, das Arktos. Aber hier weiß ich es nicht. Ich möchte es nicht. So, Pelzholzer Lärm, Donnerstrahl. Schlagbohrer. Okay. Ja, Psychokinese. Spukball. Kannst du Spukball lernen? Ne, kannst du auch nicht lernen, ne? Ich gucke gerade, ob ich noch eine Möglichkeit gebe, meinem Arktos noch was beizubringen. Fassade, okay. Ne, leider nicht. Okay, wieder mal sagen, wir machen jetzt hier Feierabend, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann geht's weiter mit dem nächsten Trainer und das ist der gute Bruno.